Ja, hallo zusammen. Heute ist es mal Zeit für ein Experiment. Denn ich werde immer mal wieder gefragt, so, welche Boxen hast du denn gekauft? Welche Boxen sind das Beste? Welche Boxen sollte man sich kaufen? Und die Leute sind immer wieder irgendwie, ja, interessiert daran. Und dann dachte ich mir, weißt du was? Lass uns doch einfach mal ein Experiment machen. Wir machen von allen möglichen Boxen einfach mal 11 auf. Allerdings ist mir hier schon ein kleiner Fauxpas passiert, denn ich habe aus Versehen schon eine geöffnet. Deswegen sind es hier nur noch 10 statt der 11. Aber ich kann euch verraten, da war noch nichts Besonderes drin. Da war ein Tag Prämie und 250 Gold drinnen. Also da habt ihr noch nichts verpasst. Aber jetzt schauen wir uns einfach mal im Video die nächsten 10 an, denn ich bin selber sehr gespannt. Und am Ende gibt es natürlich ein Resümee. 500 Gold. Die Dekoration, ich glaube, die brauchen wir nicht großartig thematisieren. 100.000 Credits. Dann gibt es hier auch noch eine nette Bemalung. Und, was ist das? Genießen Sie neue Siege und 250 Gold. Dann 500 Gold. Also, wer sich übrigens gefragt hat, hierbei geht es natürlich um das sowjetische Neujahr. 100.000 Credits und 250 Gold. Ein Tag Prämie und 250 Gold. Bisher noch kein Panzer, denn ich habe noch keinen Stellplatz oder sonstiges erhalten. Wieder 500 Gold. Wieder 500. Jetzt kommen wir zur vorletzten Kiste. 500.000 Credits und 250 Gold. Da gab es nochmal ein paar Credits ab zum Stauben. Und auch hier nochmal ein Tag Prämie und 250 Gold. So, damit habe ich in Summe 3 Tage Prämie bekommen. Dann gab es, wir hatten gestartet bei 69.680, wenn ich noch die 250 dazu zähle. Das heißt, sind wir bei 73.676 und wir sind bei 11,553 Millionen Credits. Das heißt, wir haben effektiv 3 Tage Premium bekommen, ziemlich genau 4.000 Gold und 700.000 Credits. Wenn ich jetzt einfach mal ganz kurz nachschaue, nee, machen wir es da. Seht ihr jetzt nicht, aber ich sage es euch einfach. Wenn ich jetzt diese 4000 Gold kaufen hätte wollen, dann hätte ich gebraucht ein 2500 Paket für 10 Euro plus nochmal 1000er Paket für 4,25 Euro. Wir rechnen es mal, wir sezieren es mal recht genau, dass wir mal sehen, okay, macht es denn dann auch Sinn, weil ihr habt gesehen, ich habe ja nicht mal einen Panzer erhalten, also von dem her habe ich schlechtest möglich gerollt im Prinzip, also 9,95 für das 2500er Paket und dann brauchen wir ja noch zweimal die 4,25 beziehungsweise, nee, wir brauchen es nur einmal, dann sind wir bei 3500, also plus 4,25 und dann nochmal die 500 Gold plus 2,25 macht das aus, dann sind wir so gesehen da bei 16,45 Euro. Wenn wir jetzt noch die Premium-Tage, 3 Stück, sind 625 Gold. 625 Gold recht veranschlagen wir jetzt auch mit 2,50 Euro plus 2,5. Und was jetzt natürlich schwierig zu rechnen ist, sind die 700.000 Credits. Man kann natürlich 700.000 Credits auch mit Gold sich holen. Aber da wissen wir, das ist schon ein bisschen was. Das wären 1750 Gold. Also wenn man das jetzt nochmal auch mit reinrechnet, dann haben wir nochmal mit den 1750 Gold nochmal so in etwa 6,25 Euro. Also unterm Strich hat das Paket 25 Euro gebracht und bei 20 Euro Einsatz, also immer noch 5 Euro plus gemacht. Klar, es wird ein oder sagen, aber die Credits, die würde ich nicht umwandeln. Selbst wenn ich die Credits rausrechne, bin ich so gesehen bei 1 Euro minus gemacht. Wobei ich das nicht ganz fair fände, denn auch die Dekoration und so muss man ja mit reinrechnen. Aber
auch hier zeigt sich, selbst wenn man keine Panzer erhält und das Glücksspiel und die Lotterie wirklich eingeht, muss man nicht unbedingt mit Minus nach Hause gehen, beziehungsweise wenn, ist es in der Regel sehr gering. Das war's mit dem sowjetischen und wir schauen uns bald dann das nächste Paket an. Ich hoffe, ihr freut euch drauf auf dieses kleine Experiment. Da geht's dann weiter. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.